In Großbritannien hat die unter Druck stehende Premierministerin Truss ihren Kurs in der Wirtschaftspolitik verteidigt. Sie sei bereit, harte Entscheidungen zu treffen, sagte Truss auf dem Parteitag der Tories. Nach scharfer Kritik auch aus den eigenen Reihen hatte sie ihren Plan zurückgenommen, den Steuersatz für Spitzenverdiener zu senken. Der Song sollte Zuversicht verbreiten und das war nötig nach den letzten 4 Tagen, in denen die Kritik aus der eigenen Partei an ihr kein Ende nehmen wollte. Statt aber darauf einzugehen, blieb Truss in ihrer Rede bei ihrem Kurs. Ich habe 3 Prioritäten. Wachstum, Wachstum und Wachstum. Finanzieren will sie das weiter durch Steuersenkungen für die Reichsten, auch nachdem sie die Abschaffung des Spitzensteuersatzes zurücknehmen musste. Nicht jedem wird das gefallen, aber jeder wird am Ende davon profitieren. Wie sie das im Detail erreichen will, blieb weiter offen. Viele Tories im Saal deshalb auch nach der Rede weiter skeptisch. Es war nicht der beste Start. Sie muss jetzt dazulernen. Du hast immer Gegner. Sie muss jetzt einfach weitermachen. Das wird nicht ganz so einfach sein, denn das, was sich auf diesem Parteitag abspielte, war weit mehr als der übliche Dissens, erklärten selbst Truss Freunde auf offener Bühne in Birmingham. Ich bin sehr enttäuscht, dass einige hier einen Coup inszeniert haben und ihre Autorität derart unterminiert haben. Fürs Erste hat Truss mit ihrer Rede heute Zeit gewonnen, mehr aber auch nicht. Noch nie hat eine Premierministerin in so kurzer Zeit so viel an politischem Kapital verspielt. Dennoch dürfte Truss vorerst im Amt bleiben, denn die Umfragewerte der Tories sind seit letzter Woche derart abgestürzt, dass die Partei Neuwahlen jetzt auf keinen Fall riskieren will.